Ahoi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist David Cray und heute geht es um die 5 besten Gründe, warum du in RAW fotografieren solltest. Ich möchte jetzt nicht JPEG verteufeln, nein, das habe ich jetzt nicht vor. Ich werde dazu auch noch ein extra Video machen, aber heute geht es erstmal nur um die RAW-Dateien. Viel Spaß beim Video! Zunächst sollten wir erstmal die Frage klären, was RAW-Dateien eigentlich sind. Wie der Name schon andeuten lässt, sind das Rohdaten, die direkt vom Sensor ausgelesen werden. Dadurch sind Rohdaten zum einen viel, viel größer als JPEG-Dateien und zum anderen können sie viel mehr Bildinformationen abspeichern. Um genau zu sein, 16.000 Farbabstufungen pro Kanal und bei JPEG sind es nur 256. Mit dem Weißabgleich bestimmst du, wie warm oder wie kalt ein Bild wirken soll. Je nach Lichtsituation, Sonnenstand oder Uhrzeit empfiehlt sich eine andere Farbtemperatur. Manchmal ändert sich die optimale Weißabgleicheinstellung sogar sekündlich und du kommst mit den Einstellungen gar nicht mehr hinterher. Aber zum Glück gibt es hier die wunderschönen Rohdaten, wo du den Weißabgleich nachträglich und vor allem verlustfrei verändern kannst. JPEG sollte sich warm anziehen. Mal ehrlich, wie oft ist dir das schon passiert, dass eine Aufnahme überbelichtet war oder zu dunkel aufgenommen wurde? Bei mir als Hochzeitsfotograf ändern sich die Lichtsituationen wirklich schneller, als ich bis 3 zählen kann. Aber auch bei mir gibt es Fotos, die manchmal unterbelichtet, aber auch überbelichtet sind. Dank RAW kann ich auch bis zu 2 Blendenstufen nachträglich noch verändern, ohne dass ich irgendwelche Probleme bekomme. Prinzipiell kann man aber sagen, dass man bei Rohdaten eine viel höhere Chance hat, aus den helleren Bereichen Details herauszuarbeiten, als es bei JPEG je möglich wäre. Kommen wir zum nächsten Punkt, verlustfrei drehen. Hast du das eigentlich schon gewusst? Wenn man eine JPEG-Datei nur ein kleines bisschen verändert, sei es eine kleine Drehung nach links oder eine kleine Drehung nach rechts, wird das komplette Bild nochmal neu berechnet und durch den sogenannten Generationsschwund verlierst du massiv an Details und das Bild wird nie wieder so detailreich und scharf sein wie in der ersten Version. Fotografierst du aber in RAW, würde das niemals passieren, denn die eigentlichen Rohdaten werden niemals angefasst, denn Lightroom und andere Bildbearbeitungsprogramme erstellen so eine kleine Mini-Datei und die Datei sagt dann, wie die Rohdatei auszusehen hat. Konvertierst du schlussendlich aus der Rohdatei eine JPEG-Datei für Facebook oder für Instagram, hast du am Ende eine JPEG-Datei, die vom Qualitätsniveau sehr, sehr hoch ist und nicht vergleichbar ist mit üblich erstellten JPEG-Dateien. Erst mit dem eigenen Bildlook erhalten deine Bilder Charakter und eine persönliche Note. Mit sogenannten Presets, was du vielleicht schon mal gehört hast von Lightroom oder von anderen Bildbearbeitungsprogrammen, kannst du aus normalen Aufnahmen wahre Meisterwerke erschaffen lassen und das alles mit nur einem Klick. Ja, du hörst richtig, es ist nur ein einziger Klick. Meine Presets habe ich selber erstellt und nach immer wieder verfeinert. Der große Vorteil von den Presets ist aber, dass man den eigenen Look mit nur einem Klick auf ein Bild anwenden kann, ohne dass man das Bild im Photoshop noch irgendwie aufwendig bearbeitet. Und wir wissen ja alle, wenn man ein zweites Bild so ähnlich bearbeiten möchte, dann wird es nicht genauso aussehen wie das erste Bild. Denn es wird immer sich ein bisschen was verändern. Kommen wir zum nächsten Punkt und der ist gleichzeitig nicht nur ein Vorteil, sondern auch ein Nachteil. Was du vielleicht schon mitbekommen hast, die Rohdaten musst du auf jeden Fall immer bearbeiten, weil du die so wie die jetzt sind nicht verwenden kannst. Zum einen sehen die nicht wirklich schön aus und zum anderen weiß Instagram oder Facebook nicht, was Rohdaten sind. Den großen Vorteil, den ich hier sehe, du musst die Bilder bearbeiten. Du kommst nicht drum herum, du musst dich mit der Thematik beschäftigen, du wirst zusehends immer wieder besser und das sehe ich als riesengroßen Vorteil. Und das waren meine wichtigsten Gründe, warum ich mit RAW fotografiere. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, warum ihr mit RAW fotografiert. Und im nächsten Video, vielleicht aber auch erst im übernächsten Video, geht es dann um JPEG. Ich hoffe, das Video war für dich nützlich. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du am nützlichsten fandest. Und wir, meine Freunde, sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, bis bald. Ciao.